Die heutige Botschaft schon gleich vorab: Die EU ist nicht Europa. Die EU ist nicht Europa. Im ersten Moment eigentlich ein ziemlich trivialer Satz. Aber es ist sehr wichtig, dass man ihn sich dennoch immer wieder vor Augen führt und die Begriffe EU und Europa ganz scharf trennt. Denn es kommt immer wieder vor, seitens Vertreter der Altparteien und auch seitens der Medien, dass Kritiker der Europäischen Union gleichzeitig zu Gegnern von Europa gemacht werden. Dabei ist es genau umgekehrt. Kritiker der Europäischen Union, denen liegt viel mehr als jedem anderen am Herzen, dass wir innerhalb von Europa mit unseren Nachbarn in Frieden leben. Vertreter der Altparteien werden nicht müde, Sätze zu sagen wie: Ich bin überzeugter Europäer, ich glaube an Europa, oder auch ganz nett und immer wieder gerne genommen: Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Fallen Sie nicht auf diese manipulative Rhetorik rein. Denn eigentlich will man Ihnen was ganz anderes sagen. Was man Ihnen sagen will, ist: Ich bin überzeugtes Mitglied der Europäischen Union, ich glaube an die Europäische Union und wenn der Euro scheitert, dann scheitert die Europäische Union. Europa ist und bleibt ein Kontinent, in dem die europäischen Völker ihre Heimat haben. Europa ist damit eigentlich ein rein geografischer Begriff, der nur die Belegenheit der europäischen Staaten beschreibt. Und genau deshalb wird mit diesem Begriff eigentlich nichts Politisches assoziiert und soll mit ihm auch nicht zum Ausdruck gebracht werden. Dennoch hören die Politiker der Altparteien einfach nicht damit auf, diesen schönen Begriff ständig umzuformen und ihn den Bürgern frech, einfach als Synonym der Institutionen der politischen Union unterzujubeln. Das ist schon allein angesichts der Tatsache, dass nicht alle der 47 europäischen Staaten Mitglied der Europäischen Union sind, eine komplette Irreführung. Gegenwärtig haben wir 28 Mitglieder in der Europäischen Union. Wobei, wenn ich mir Großbritannien so ansehe, dann muss ich sagen, bald sind es 27 und Tendenz ist eher weiter fallend. Also, lassen Sie sich nicht verschaukeln, die EU ist nicht Europa und das ist auch gut so.